Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Hier bei Die Sims. Okay, die Party geht schon mal ab. Ihn haben wir jetzt pennen geschickt und das ist unsere neue Freundin, I guess. Ich bin gerade noch ein kleines bisschen verwirrt, aber wir kriegen da schon alles irgendwie hin. Hast du nicht irgendwas zu tun? Irgendwas? Geschicklichkeit. Dafür hat er doch bestimmt ein Buch. Band 3. Lesen. Ist das? Das ist unsere Freundin. Und sie ist unsere Putzfrau. Es ist immer noch so strange. Was ist dann, wenn sie hier wohnt? Moment, ich guck mal kurz. Das ist sie. Hör auf damit. Ihren Joggen. Geht sie schon wieder nach Hause? Nee, sie räumt nur die Zeitung weg. Okay. Wir können nicht so viel machen. Er schläft halt auch noch, ne? Das ist ein bisschen ungünstig. Nee, Outfit wechseln, Outfit planen. Und es geht wirklich nur, hör auf damit. Das ist ein bisschen Mist, aber wir können ihn ja noch einen Moment schlafen lassen. Ist sie nicht gerade eben erst gegangen und jetzt ist sie einfach wieder da? Das ist schon irgendwie ein bisschen lustig und die Fahrgemeinschaft für ihn fällt gleich. Ja gut, dann wird das jetzt nichts mehr mit Flirten. Aber wir können sie ja heute Abend mal anrufen. Karriere, Haushaltshilfe, gute Freundin. Ja, ob das so funktioniert, ich hoffe schon. Weil die andere, die wir kennengelernt haben, die waren alle so richtig unhöflich und so richtig dreist und weiß ich nicht. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt hier in meinem Haushalt haben. So, was tust du? Plaudern, nie. Du hast doch gewiss auch was zu tun. Fähigkeiten, Schreiben, Charisma. Nein. Hör auf, die Putzfrau zu bequatschen. Schreiben, Schreibfähigkeiten ausbauen. So. Gut. Wir machen hier natürlich weiter. Bester Freund ist einfach das Auto. Irgendwie von allen. Das ist so strange. Ja, ich war eben schon so ein bisschen am Überlegen, was wir so in der Folge machen. Aber ich habe, glaube ich, jetzt auch das Altern ausgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Steh mal bitte auf und geh arbeiten. So. Simoleons, ja, nee, das machen wir nicht. Im Fitnessstudio trainieren ist, glaube ich, ganz gut. Drück hier mal wieder kurz auf Play. Oh, das ist irgendwie alles ziemlich schlecht. Rekorde. Oh Gott. Teamkollegen. Athletik. Laune. Ja gut, das ist irgendwie alles nicht so gut. Was können wir hier machen? Ich soll also einfach nur pünktlich zur Arbeit gehen, oder was? Saisonrekorde, Gesamtrekorde. Ich check's nicht so ganz, aber okay. Athletik ist, glaube ich, schon mal ein bisschen besser geworden, oder? Ich weiß es nicht. Er kann ja auch mal Teammitglieder treffen. Die muss er ja auch kennenlernen. Ja, er sollte mal lieber ein bisschen trainieren, das stimmt schon. Was tust du? Geschäftsbericht. Solltest du nicht ein Polizeibuch lesen? Irgendwie erinnere ich mich da an sowas. Guck mal kurz. Das Logik ist bei ihr sogar sehr gut. Berichte sind bei ihr sehr schlecht. Becken überprüfen? Nein, auf keinen Fall. Wir müssen Berichte schreiben gehen. Oh, wunderschön. Welchen unserer Nachbarn könnten wir dieses Mal stalken? Wie sieht's mit dem Haus hier aus? Können wir euren Müll durchwühlen? Nein, hör mal auf. Schick sie mal hier hin. Geht das? Nee, es geht nicht, weil wir nicht auf das Grundstück kommen. Grundstück kaufen, klingeln. Ach, hier wohnt niemand. Ja, das ist ein bisschen traurig. Wie sieht's hier aus? Wohnt hier auch niemand? Hier wohnt auch niemand. Ja, klasse. Und hier? Hier wohnt jemand, aber die haben anscheinend keine Mülltonne. Da. Durchwühlen. Viel Spaß. Dezent merkwürdig, aber ist ja okay.
Energy Drink, oh Gott. Das klingt eigentlich nicht so gesund. Wir lehnen ab. Okay. Sonst hätten wir vielleicht noch einen Doping-Skandal am Hals gehabt. Das wäre vielleicht nicht so gut gewesen. Teamkollegen ist schon mal ziemlich gut. Nur das mit den Rekorden verstehe ich nicht so ganz. Aber ist ja auch eigentlich egal. Ja, mit denen kann er sich ruhig noch ein bisschen mehr treffen. Das ist mir eigentlich recht egal. Geh mal wieder kurz zu ihr. Nach Hause gehen? Nein, auf keinen Fall. Okay, sie ist fertig. Dann soll sie mal hier hingehen. Ich habe nichts getan. Ich bin unschuldig. Oh, damn. Diesen Weg hier kannte ich noch gar nicht. Moment, wer wohnt gegenüber? Wohnt da jemand? Durchwühlen? Ja, warum nicht? Das Haus sieht ja auch verrückt aus. Wie so eine Scheune. Okay, das können wir tun. Hier hingehen mit. Hier wohnt auch niemand. Wieso wohnt denn hier überall niemand? Oh Mann. Wir könnten eigentlich die komplette Nachbarschaft kaufen. Das wäre auch irgendwie relativ lustig. Gut. Wie sieht's jetzt? Irgendjemand sollte doch irgendwie trainieren. Ach so, hier er, ne? Ja, er muss gleich arbeiten. Wo bist du? Dann machen wir das jetzt mal kurz weg. Chefsache, Laune, Athletik, Geschicklichkeit. Das läuft immer noch nicht so gut. Aber er hat doch die Bücher gelesen, oder? Trainieren. Ich weiß nicht, ist das Krafttraining? Schneller Sprint war es, oder? Ja, dann mach das mal. Okay, er kennt jetzt alle seine Teamkollegen und kommt gerade nach Hause. Das ist ja schön, sie. Ja, sie kann jetzt erstmal duschen gehen und danach schicke ich sie direkt an ihren Laptop. Wo er auch immer ist. Muss er nicht gleich arbeiten. Schreiben, Bericht über. Oh, wir haben ein paar Leute. Wir fangen hier erstmal an. Du? Wieso nervt er mich so? Ich finde ihn so unglaublich nervig. Das kann ich schon nicht mehr beschreiben, wie nervig ich ihn finde. Ohne Witz. Wieso ist er so, er ist so übel der nervige Mensch? Hart arbeiten, so das muss sie jetzt tun. I don't give a fuck. Schneller Sprint, ja, das ist gut. Er muss hart arbeiten, das ist auch gut. Er hat gerade mal 0, irgendwas Stunden so trainiert. Das ist ein bisschen enttäuschend. Dann würde ich ihn jetzt kurz duschen schicken. Und dann weiter trainieren. Oh, er kann nicht mehr trainieren. Er ist zu müde. Ja gut, dann I don't give a fuck. Du lädst jetzt gleich noch deine Freundin ein. Teller nehmen, Reste wegstellen. So. Was ist er jetzt eigentlich nochmal von Beruf? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so, Profisportler, ja. Mal gucken, ob das so klappen wird. So, es ist jetzt schon recht spät, aber vielleicht will unsere neue Freundin ja trotzdem mal vorbeikommen. Wieso finde ich sie hier nicht? Wieso ist sie nicht hier? Arbeitsbeziehungen? Nein. Wieso wird sie mir nicht mehr angezeigt? Ist sie das? Shamika Weber, ja tatsächlich. Nach Hause einladen. Schnell. Sie sieht voll freundlich aus auf dem Bild. Und sie ist unsere neue Freundin, also passt das schon. Klar, ich komme gleich mal rüber. Perfekt. So, das wird ein spannender Samstagabend.
Er ist immer noch hart am Arbeiten, das finde ich gut. Finde ich gut. Gibt es noch irgendwas, wo er gerade Probleme hat? Nein, er ist nur ein bisschen müde. Da ist sie ja, da ist sie ja. Nach drinnen einladen. Oh, komm rein. Komm rein, gute Freundin. Sie geht einfach raus. Und sie jetzt wieder rein. Ich glaube schon. Ja, irgendjemand wird wahrscheinlich wieder sterben. Hashtag Sad Story. Freundlich. Tratschen. Freundlich. Freundschaftlich umarmen. Die haben sich immer so zusammen gefreut. Ich finde, die sind so voll das perfekte Paar. Andy? Nein. Nein, bist du dumm? Freundlich. Tratschen. Freundlich. Mehr. Über Buchhandlung reden. Ich weiß nicht, ob sie das so mag. Geschichte erzählen. Freundlich. Nach Tag fragen. Freundlich. Bitten zu säubern. Ja, nee, das nicht. Kennenlernen. Gute Freundin. Okay. Das müssen wir noch ein bisschen besser ausbauen. Aber ich glaube, hier haben wir das perfekte Pärchen gefunden. Die freuen sich einfach jedes Mal übereinander, über egal was, was man sagt. Oh. Da war irgendwas mit Raphael. Ist er im Knast? Ist er im Knast? Nein, er ist einfach nur müde. Oh. Ins Gefängnis gehen. Nein, geh nicht ins Gefängnis. Geht er da jetzt freiwillig rein? Warten. Hier hingehen. Im Auto sitzen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Irgendwie ist es schon lustig. Und ihr Freund ist einfach. Ihr Freund ist einfach. Seine Freundin ist einfach Dingens. Freundschaften schließen. Seine Freundin ist einfach Polizistin. Es ist so lustig. Okay, aber du hast Pech. Wir müssen weiter hier machen. Freundlich. Kompliment machen. Haben die gerade geflirtet? Die haben geflirtet. Die haben geflirtet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment, Moment, Moment. Romantisch flirten? Romantisch? Witz? Romantisch? Liebt umarmen? Ich glaube, die beiden sind echt so das perfekte Paar. Ich hätte nicht gedacht, dass es sowas auch in Sims gibt. Romantisch, Kompliment über Aussehen machen. Romantisch, Kompliment über Charakter machen. Oh. Oh. Es ist halt so komplett egal, was er labert. Sie freut sich einfach jedes Mal. Diese Zeichen sind kompatibel. Das läuft einfach jedes Mal. Flirten. Romantisch. Händchen halten. Oh, sie ist müde. Das ist nicht so gut. Romantisch. Er liebt umarmen. Oh, oh. Kommen die Geister wieder? Ich sehe noch keine. Ich sehe noch keine. Sehr verführerisch. Romantisch. Stehen sich angezogen zu fühlen. Oh, sie freut sich auch. Und sie erstmal so, muss los. Oh, oh. Wieso rennt sie weg? Wie traurig. Ich verfolge sie jetzt. Wohnt sie hier? Wo wohnt sie denn? Oh Gott, die Bude sieht ja richtig hart abgeranzt aus. Wundert mich nicht, dass da keiner wohnt. Aber ich glaube, es lief ganz gut, oder? Für ein zweites Date. Er ist einfach immer noch im Knast. Ohnmächtig werden. Ja, läuft. Ins Gefängnis gehen. Oh Gott. Es ist so verrückt. Ob ihn so jemand im Knast will, ich weiß es nicht.
Aber irgendwie ist es schon lustig. Ja, sie schläft auch schon. Sie möchte immer noch in die Gemeinschaftshochschule. Ja, gut. Ich habe ja sowieso jetzt erstmal die Alterung ausgestellt. Kommt zwischen 10. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Ja, dann wird das heute nix. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht werden wir irgendwann wirklich so alle Häuser hier kaufen, die auch noch frei sind, weil, naja. Ich meine, warum auch eigentlich nicht, ne? Was ich auch noch mal kurz gucken wollte, da wo wir unser zweites Haus haben, hier wohnt hier jemand? Hier wohnt jemand, okay. Das sieht irgendwie so ein bisschen verrückt aus. Aber ich mag diesen Poolbereich. Und wohnt hier jemand? Schar-Haushalt. Da ist sogar jemand. Billy Schar, okay. Aber unser Haus sieht am coolsten aus. Ich finde es irgendwie so richtig cool modern. Gut. Ja, sonst wohnt hier niemand, kann sich niemand leisten. Das Haus ist auch richtig, richtig cool. Oh, 300.000. Für 300.000 kriegen wir dieses Haus. Verrückt. Ich hätte es gerne. Schade, dass man hier keine Kredite bekommt. Aber das Grundstück ist halt echt cool. Man ist zwar ein bisschen beschränkter als bei unserem anderen Grundstück, aber an sich ist das schon sehr, sehr cool. Aber 300.000 ist doch noch ein bisschen außerhalb unserer Preisrange. Da brauchen wir dann doch noch ein paar bessere Jobs. Wir müssen wieder irgendjemanden in die Wirtschaft schicken. Cindy hat da einfach so hart rasiert. Ich habe so gefeiert. Die sah einfach so crazy aus und war einfach so die coolste. Das war schon echt cool. Ja, er ist immer noch im Knast und schließt Freundschaften. Immerhin hat er hart gearbeitet, ne? Das muss man ihm ja lassen. So, okay, gucken wir mal hier. Wo ist Bella lesen? Nee, das machst du nicht. Hier hingehen. Alle müssen jetzt ein bisschen arbeiten hier und sich fortbilden. So, du. Outfit wechseln, Alltag. Schreiben, Bericht schreiben über ihn. So, du machst es auch nicht, sondern du schreiben. Das, ja, einfach mal ausbauen. Wie bin ich hierher gekommen? Eine Diagnose. Pack das einfach mal alles da rein. Ich weiß echt nicht, was was ist. Diamant. Der kann weg. Ich habe keinen Plan, was jetzt hier dieses Buch ist. Charisma, das behalten wir auch noch erstmal, aber ja, passt erstmal. Wetterfrau, ja gut. Bau deine Schreibfähigkeiten weiter aus. Genau das tue ich gerade. Sie schreibt auch gerade ihren Bericht. Das ist ganz gut. Was tust du? Nein. Was du mal tun könntest, ist hier aufräumen. Und dann könntest du trainieren. Krafttraining. Schneller Sprint. Mir egal, ob dir deine Knochen wehtun, das ist dein Problem. Okay. Ich muss jetzt los, bis bald. Schade. Er ist irgendwo ohnmächtig geworden. Ja, geh mal ruhig nach Hause. Laune. Oh Gott. Er ist irgendwie immer schlecht gelaunt, aber so ist das, wenn man verhaftet wird. Selbst schuld. Ich denke, das ist vielleicht auch was, was ihm irgendwie. Was ihn irgendwie weiterbringt, er wollte Autor werden. Ja, das wird nichts, mein Freund. Das kannst du knicken. So, er fährt jetzt auch gerade nach Hause. Dann würde ich sagen, kann er direkt mal hier duschen und dann kann er auch schlafen gehen. Ich glaube, das hat er sich jetzt verdient. Sie ist gerade fertig mit ihrem Bericht. Ja, nee, du wirst hier jetzt nicht aus dem Fenster gucken, sondern du schreibst direkt den nächsten Bericht über ihn. Was ist denn schon besser? Tatsächlich okay.
Okay, er hat heute ein Spiel. Das sind vielleicht diese besonderen Tage hier. Okay. Sie soll zur Polizeiwache. Jetzt sofort. Hart arbeiten. So, viel Spaß. Lol, was hat sie denn für Klamotten an? Das sah ja verrückt aus. So, sonst hätte ich jetzt heute seine Freundin eingeladen, aber das wird wohl nix. Solltest du nicht was anderes tun? Trainieren? Oh, kann er nicht. Ja, dann geh mal kurz hier hin. Geschicklichkeit, dann kannst du dein Buch weiterlesen. Geschicklichkeit Band 2, wo haben wir es? Band 1, das kennt er schon. So, hier, lesen. Unsere Freundin ist wieder da, wie schön. Betrachten. Bitten zusammen abzuhängen. Plaudern, entlassen, hör auf damit. Ja, nee, das machen wir alles nicht. Sie soll ja auch unsere Freundin bleiben, ne? Er hat heute ein Spiel. Okay, dann sollten wir uns da nochmal so grob drum kümmern, dass er dann irgendwie in einer guten Verfassung ist. So, danach kannst du noch duschen. Okay, wie bin ich hierher gekommen? Eine Diagnose. Ups, I did it again. Nee, Marianne möchte jetzt niemanden kennenlernen. Oh, Raphael hat ja auch ein Buch geschrieben, stimmt. Verrückt, ich sag's euch, verrückt. Ja, ich glaube, heute wird nicht mehr so viel passieren. Wir haben das Spiel jetzt. Da wäre es gut, wenn das meiste so weit oben ist. Vielleicht machen wir noch ein paar Arschbomben. Arschbombe machen. Das macht ihnen eigentlich immer sehr viel Spaß. Sag ich ja. Das macht den Sims immer sehr viel Spaß. So, um 15 Uhr. Das heißt, wir haben noch ein paar Minuten. Noch eine Arschbombe. Dann ist das auch fast voll, denke ich. So. Dann muss er jetzt pünktlich hier stehen, hier hingehen. Ja gut, jetzt nicht oben ohne, das wäre nicht ganz so schlau. Athletisch würde ich sagen, die Karriere muss er ja, obwohl das macht er jetzt eh selbst. Genau. So. So, heute hat er sein Fußballspiel, Aufwärmtraining, okay. Boah, ich hoffe, er überlebt das. Wo fährt er jetzt hin? Zum ganz normalen Stadion? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, sieht so aus. Okay. Hier kann ich jetzt auch nichts einstellen. Okay. Gut. Dann schauen wir gerade mal bei ihr rein. Was liest sie gerade? Eine Frage der Sicherheit lesen. Das ist vielleicht dieses Polizeibuch, oder? Straße oder Bürgersteig? Das kann sein. Ja. Ansonsten ist hier schon mal etwas besser, würde ich sagen. Sie baut gerade ihre Schreibfähigkeiten aus. Das können wir dann einmal ganz kurz pausieren. Geh mal aufs Klo, genau. Viel besser, dann kannst du was essen gehen. So. Und danach kannst du auch noch schnell duschen. Wie sieht's bei ihm aus? Naja, fast fertig, okay. Mann, wieso rastet sie immer so aus? Und wieso räumt sie ihren Scheiß nie weg? Das regt mich schon ein bisschen auf. Wie viel ist eigentlich jetzt unser Grundstück wert? Das könnte man doch immer irgendwo sehen. Hier, glaube ich, oder? Ja gut, auch fast 300.000. Läuft. So. Mann, sie ist einfach schon wieder wütend. Wieso ist sie so anstrengend? Ich kenne wirklich niemanden, der so anstrengend ist wie sie. Fachwortschatz für Schreiberlinge. Das klingt irgendwie interessant. So, alle sind hier am Lesen. Moment, er hat gewonnen, oder? Er hat gewonnen. Ich glaube, das stand da. Ja, er hat gewonnen.
Wunderbar. Das klingt schon mal gut. Er fährt jetzt auch gerade nach Hause. Dann würde ich sagen, dann kann er noch ein bisschen trainieren. Trainieren. Oder, nee, wir rufen seine Freundin an. Wir rufen die Freundin an. Sie. Nach Hause einladen. Vielleicht hat sie Bock. Klar, ich komme mal rüber. Juhu. Los, geh rein. Okay, es ist auch noch alles soweit okay. Oh, da ist sie schon. Nach drinnen einladen. Schnell, schnell. Oh Gott, ich habe das Gefühl, das könnte dieses Mal was werden. Romantisch. Verliebt umarmen. Oh, Raphael muss heute wieder arbeiten. Das finde ich gut. Wir fragen nochmal was Normales. Nach Tag fragen. Romantisch. Witz. Romantisch. Umarmen. Komm. Wir machen's. Hat anscheinend funktioniert. Huhu. Kompliment über Charakter machen. Massieren. Immerhin ist das schon mal komplett voll. Romantisch. Küssen. Romantisch. Schüchterner Kuss. Raphael muss arbeiten. Finde ich gut, finde ich gut. Vielleicht muss er ja wieder in den Knast. Schön wär's. Wieder so nett heute. Auf jeden Fall hart arbeiten hier. Das klingt auch ein bisschen böse, aber wir werden ihre Karriere auch auf jeden Fall ja, verändern. Wange streicheln. Rumschmusen. Ja, warum nicht? Sie kann jetzt nicht schwanger werden. Lol, das finde ich lustig. Ich würde sagen, wir machen einmal in Arme springen. Einfach, weil es lustig ist. Kommt immer gut. Romantisch. Feste Beziehung vorschlagen. Ich glaube, das hat funktioniert. Okay, perfekt. Romantisch. Ins Ohr flüstern. Romantisch. Oh Gott, das war cringe. Ich will, dass sie hier einzieht. Romantisch. Möchtest du die Nacht hier bleiben? Oh Gott, ist das cringe. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich darauf, bei dir zu übernachten. Das wird toll. Okay. Flirten. Spezial. Genie. Tiefgründige Unterhaltung. Ja, nee, das muss jetzt nicht sein. Romantisch. Rumschmusen. Feindlich. Oh Gott, wir können sie noch nicht bitten einzuziehen. Ins Ohr flüstern. Ich würde auch sagen, weil er sie halt jetzt zum Übernachten eingeladen hat, braucht er ja auch ein neues Bett, weil mit ihm wird das ja jetzt nichts, ne? Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt hier schlafen will. Bin mir nicht ganz sicher, aber erstmal muss das Bett jetzt weg. Dann würde ich das jetzt nehmen und wegpacken und das auch. Und erstmal ein passendes Bett kaufen. Er bekommt auch wieder das hier, weil alle anderen sind halt wirklich irgendwie scheiße. Das geht noch ganz okay. Also das geht noch ein bisschen fit. Vielleicht nehmen wir mal so eins. Gefällt mir auch irgendwie. Kann man vielleicht ganz cool umgestalten. Vorausgesetzt, ich finde das Holz hierfür wieder.
Wo ist es denn? Ist es das? Nein, das ist es nicht. Es lädt. Hier ist es. Okay, also fast unten quasi. Favoriten. Hier. Ja, das geht fit, bis auf das. Ist das die Decke jetzt, die... Ah, okay. Das hier ist die Decke. Dann müssen wir hier Textilien nehmen. Sowas auswählen und das vielleicht einfach in der Farbe anpassen. Auch eher in so einem Grau. So. Hier würde ich ein bisschen anderen Stoff nehmen, glaube ich. Nein, andersrum. Andersrum. So. Hier. So war's. Aber das eher hier so. Oh nee, das geht gar nicht. Das ist ein bisschen... Das ist ein bisschen cute, aber das gefällt mir besser, ja. Und das, da würde ich jetzt einfach dasselbe nehmen. Ja, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Dann nehmen wir das mal und stellen das hier hin. Oder hier hin. Hier hin, ja, ist besser. Und dann würde ich den noch einmal kopieren und hier hinstellen. Und das. Und so ein bisschen drehen. So. Naja, nicht unbedingt. So. 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 So, ja. Und ja, das ist okay. Ja, ich glaube, das passt so. Unwiderstehlich, ja, das ist doch schon mal schön. Plaudern. Romantisch. Händchen halten. Da der Boss mitbekommen hat, wie gut du und Billy Shah kürzlich zusammengearbeitet haben, hält er es für sinnvoll, dass ihr beide Freundschaft schließt. Triff dich in deiner Freizeit mit Billy Shah. Okay. Ja, machen wir. Warum nicht? Ich habe keinen Plan, wer das ist, aber hey. Ich weiß halt echt nicht, wer das ist. Billy? Wer von euch ist Billy? Nein. Nein. Ah, okay. Lockvogel. Ja, gut. Was tun die da? Nein, sie will doch nicht nach Hause gehen. Geht sie schlafen? Sie kann doch auch bei ihm im Bett schlafen. Sad. Schlafen? Er kann ja bei ihr mit im Bett schlafen. Gute Nacht. Aufwecken. Jawohl, nee, das machen wir nicht. Aber das ist doch schon mal cute. Da schlafen sie in Cindys altem Zimmer. Das ist auch sehr verrückt. Wo ist Bella? Oh Gott, schrecklich, dieses Buch. Wie oft ich das schon in meinem Leben sehen musste. Gut, sie ist noch wach. Warum? Muss sie nicht morgen früh arbeiten oder so? Ja, in 7 Stunden. Bitch, geh schlafen. Immerhin ist Charisma ein bisschen besser geworden. Er hat arbeiten, bitte. Er ist zu gestresst, um hart zu arbeiten, okay. Tut mir aber leid. Ja, dann kann er sich noch ein bisschen mit Komplizen verschwören. Spulen wir mal ein bisschen vor. Da ist er auch fertig. Die konkurrierenden Zweige der Organisation haben ein Auge auf Raphael geworfen. Die Abteilung für Diebstahl glaubt, dass großes Potenzial in ihm steckt. Er kann sich unauffällig verhalten und hat ein gutes Auge für den Wert eines Gegenstandes. Das Ministerium des Bösen hat andere Pläne für Raphael. Sie glauben, dass er es bis zur Spitze der Organisation schaffen und die Weltherrschaft an sich reißen könnte. Was wird es sein, Dieb oder Bösewicht? Bösewicht? Natürlich.
Er ist nun Handlanger. Na klasse. Okay, hat jetzt irgendwie. Ja, er arbeitet jetzt während der Woche. Das ist schon mal ganz gut. Chefsache, oh Gott, wir müssen uns mit dem Chef anfreunden. Ja, gut, das sollte kein Problem sein. Aber ja, ich würde auch sagen, an der Stelle beende ich jetzt mal die heutige Folge. Es ist viel passiert und ich glaube, wir sind in unserer Beziehung mit. Oh, Cindy ist am Start. Wir sind in unserer Beziehung ganz gut vorangekommen. Mal gucken, ob das hält. Die beiden sind auf jeden Fall ein cutes Paar. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich auch, wie immer sehr. Und ja, dann bis zur nächsten Folge.